Hallo zusammen, heute machen wir einen Burger vom Grillsalzstein mit Skamorza und Basilikumzwiebeln. Zeit, den Grill anzuschmeißen. In unserem heutigen Video lassen wir ein Produkt aufleben, was es schon etwas länger auf dem Markt gibt, aber was vielleicht in Vergessenheit geraten ist oder nicht mehr jeder ganz auf dem Schirm hat. Und zwar den Grillsalzstein oder Salzblock oder Salzplanke. Es gibt da verschiedene Bezeichnungen. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, es wird Zeit, das wieder zu benutzen. Also habe ich hier meinen Landmann-Grillsalzstein aus der Packung befreit, lege ihn auf meinen Gasgrill und lasse ihn erstmal 20 bis 25 Minuten vorheizen. In der Zeit kümmern wir uns um die Zubereitung der restlichen Zutaten. Wir haben hier Burger Patties, das ist Rinderhackfleisch vom Limousinrind vom Kolpinghof. Das habe ich euch schon in der Vergangenheit vorgestellt. Wer Interesse hat, Link in der Videobeschreibung. Die sind sehr schön, die haben eine tolle Marmorierung und die legen wir schon mal beiseite. Dann kümmern wir uns um das Topping. Das Topping ist zum einen Skamorza und zum anderen sind es Zwiebeln. Also habe ich jetzt hier die Zwiebeln in halbe Ringe geschnitten und beginne dann zuerst einmal, indem ich den Salzstein umdrehe und dann unser Burger Patty auflege. Der Salzstein macht eine richtig geile Kruste und gibt sogar richtig Salzgeschmack ab. Deshalb verzichte ich darauf, das Fleisch vorher zu salzen, wie ich es normalerweise machen würde. In dem mittleren Modulusteil von meinem Gasgrill habe ich nun die Plansche aufgelegt und die Zwiebeln. Und jetzt geben wir etwas aromatisiertes Öl oben drüber. In dem Fall Basilikumöl aus meiner Kooperation vom Fass. Ich bin hier etwas der Zeit voraus. Das Video dazu gibt es übermorgen. Ja, hier Sneak Peek für euch. Und lass jetzt hier die Zwiebeln in dem Basilikumöl richtig schön anbraten, ja, anschwitzen. Darf ruhig ein bisschen Farbe bekommen an der Stelle. Ist nicht schlecht. Haben auf jeden Fall am Ende ein geiles Kräuteraroma. Ihr könntet aber jetzt auch ein anderes Öl nehmen. Es gibt zum Beispiel Chiliöl oder Knoblauchöl oder so. Da kann man richtig, richtig gute Sachen mitmachen. Und das gibt so einem Burger und den Zwiebeln eigentlich so ein bisschen einen besonderen Touch. Nun kommen wir zurück zum Patty. Eine Frage der Zeit ist auf einem Salzstein etwas schwierig zu beantworten. Für mich kann man das, wie das auch normalerweise bei Burger Patties gerne der Fall ist, wenn man die normal grillt, immer gut daran sehen, wenn sich ordentlich Flüssigkeit oben auf dem Teil sammelt, so wie hier. Da ist es eigentlich Zeit, das Patty umzudrehen. Jo, dann machen wir das doch mal. So sieht es dann aus, unser Patty. Ja, die Kruste ist etwas anders als auf dem Rost oder auf der Plansche. Das macht aber nichts. Das sieht, wie ich finde, doch eigentlich schon ganz gut aus. So, jetzt lassen wir das Ganze nochmal ein paar Minütchen auf dem Salzstein liegen. Ich nehme gerade in der Zwischenzeit die Zwiebeln runter, ihr seht das. Und dann geben wir Scamorza oben drüber. Scamorza ist ein italienischer Käse aus Süditalien und in meinem Fall ist er sogar ein bisschen geräuchert. Ja, jetzt nur noch wenige Minuten. Wenn der Käse verlaufen ist, dann können wir unseren Burger auch schon herunternehmen und zusammenbauen. In der Zwischenzeit, das habt ihr jetzt nicht gesehen, habe ich ein kleines Brioche-Burger-Bun von den Innenseiten her leicht angeröstet. Und jetzt geben wir Sriracha hinzu. Ah, das ist geräuchertes Sriracha. Die hole ich mir immer in meinem Holland-Urlaub. Es war wieder soweit, zwei, drei Flaschen mitgenommen. Habe ich hier in Deutschland eher selten gesehen. Ist aber ein nettes Mitbringsel. Dann Salat. An das Patty mit dem coolen Käse. Unsere Basilikum-Zwiebeln. Weil ich es mag, noch ein Schuss Sriracha oben drüber. Und fertig ist mein Cheeseburger mit Scamorza vom Grill, Salzblock, Salzstein, Salzplanke, wie auch immer. Sieht gelungen aus, würde ich sagen. Also, natürlich probiere ich das Ganze jetzt mal. Würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das findet. Habt ihr die Salzplanke schon im Einsatz gehabt? Habt ihr sie noch? Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich für einen Daumen nach oben, für ein Abo, falls ihr noch nicht Abonnent seid. Und wie gesagt, unbedingt Samstag das Video gucken mit der Vom Fass Kooperation, wo wir gerade dabei sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.